So, da sind wir wieder beim Wheat Farmer Simulator, wo wir gleich das nächste Feld anpflanzen werden, damit das hier alles langsam seinen Gang geht. Und dann können wir auch bald schlafen. Es geht genau auf. Das letzte pflanzen wir um 10 Uhr an. Und dann, ja, schlafen wir so ungefähr gegen 11 Uhr und sind dann ungefähr gegen 7 Uhr auch endlich wieder wach. Aber jetzt müssen wir halt noch kurz warten, bis die Zeit gekommen ist, diese löblichen Pflanzen hier ihrem Schicksal zu überlassen. Ist halt nicht so spannend. So, Viertelstunde noch. Und kein Regen in Sicht. Habe ich das Ding auf... Oh, verflucht. Gut, dann pflanze ich erst an, fülle dann auf und sprinte wieder zurück. So. Wie konnte ich nur? Das ist ganz, ganz falsch. So, jetzt aber schnell gießen, damit die auch noch ein bisschen wächst. In den anderthalb Stunden können wir gleich noch mal. So, einmal die Kanne komplett leer machen. Dann sollten wir jetzt auch langsam mal wieder durchgehen und die anderen Pflanzen nachgießen. Weil, wenn wir schlafen, können wir das eher nicht machen. Und da verlieren die ja sehr viel Wasser. So, Stunde haben wir noch. Haben wir hier, dann hier. Kriegen wir mit einer Kanne zwei Felder fertig? Ja. So, ich gieße es jetzt trotzdem noch mit drauf. So, ach, ich wollte gerade lossprinten, aber wir haben ja noch eine Stunde Zeit. Wobei wir uns jetzt schon beeilen müssten. Dreiviertelstunde noch. Halbe Stunde noch und ich muss die Kanne noch auffüllen. Müssten wir aber, glaube ich, knapp hinbekommen. Ich meine, wegen ein paar Minuten ist ja auch nicht schlimm. Also wäre es zumindest nicht. Aber wir kriegen es ja hin. Geht alles schneller als gedacht. Ganz schön dunkel geworden. So, hier dann die letzten. Zumindest für heute. Ganz schön heller Mond. Ich hoffe einfach, das klappt. Weil ich sehe überhaupt nicht, was ich mache. Das sehen wir dann morgen früh, wenn wir ausgeschlafen haben. Cool. Ich war aber schon im... Ich kann jetzt nichts mehr anpflanzen. Nee. Okay, wir können um 10 Uhr nicht mehr anpflanzen. Ich nehme die einfach mit ins Bett. Weißt du, die gefällt mir einfach gut und da dachte ich, mach mal so. Ich hätte vielleicht auf die ungeraden Stunden gehen sollen. Um 9 wäre es bestimmt noch gegangen. Vielleicht mache ich das ab jetzt. Dann praktisch 7, 9, 11. Das halte ich für eine gute Idee. Hoffe ich.
So, wie schaut es hier eigentlich aus? Können wir hier schon was ernten? Nee, das dauert noch. Also wir haben wieder ein bisschen Zeit zwischendrin. Problem ist bloß, ich kann jetzt um 9 keine anpflanzen. Denke ich, weil das wird mehr als 3 Stunden dauern. Dann sollte ich die hier eigentlich noch nicht anpflanzen, aber die könnte halt in der Zeit wachsen. Schwierig, schwierig. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ah nein, ich kann hier einfach wirklich nichts in die Felder pflanzen. Dann machen wir das halt so. Warum kann ich bloß 7 Felder machen? Oder kann ich vielleicht gar nicht bloß 7 Felder machen, sondern bloß in diesem Gebiet da gerade nicht? Sollten wir wohl mal ausprobieren. So. Dann müssten wir halt die Felder einfach wieder abreißen. Fände ich jetzt aber persönlich auch nicht so schlimm. Und ich würde mir hier auch irgendwie so eine Art Level oder Skills wünschen. Dass halt mit der Zeit zum Beispiel mit den Pflanzen besser umgehen kannst und dann halt eher 8 statt 7 Watts bekommst. Das würde schon nicht schaden. So, komm zu Papa. Dann hier. Aber es bleibt trotzdem ein bisschen eintönig, habe ich so das Gefühl. Und ich habe die Befürchtung, dass wir in dem ersten Feld, wenn wir die großen Pflanzen ernten, die kleinen vielleicht auch erwischen. Ich hoffe, das geht nicht. Sonst hätten wir $25 verloren. Und das ist schon aktuell noch sehr hart. Das könnten wir uns nicht so wirklich leisten. So, dann haben wir das Feld auch gleich. Cool, jetzt brauchen wir noch. Jetzt müssen wir noch mal laufen. Weil bis wir ernten können, dauert ja sowieso. Und bis dahin ist halt gerade so ein bisschen Stillstand. Oh, die waren auch komplett leer. Kannst du noch nicht machen. Willst du mich verarschen? Die Gießkanne reicht nicht mal? So ein Blödsinn einfach. So, dann gieße ich da jetzt noch das letzte bisschen drauf. Da komme ich mir ein bisschen verarscht vor. So. Wir bräuchten sowas wie eine Sprinkleranlage. Das wäre angenehm. So, das dauert noch ein ganzes Eck. So. Mach mal die wieder voll. Gießkanne ist ja eh schon angebrochen sozusagen. Und dann können wir uns um unsere 1000 Stöckchen am Tag Challenge kümmern. La la la.
So, die machen wir aber trotzdem schon mal voll. Werden wir ja brauchen. Und ich glaube, ich fäll jetzt einfach mal hier drüben. So, hier haben wir mal wieder einen in der Straße. Das, ich dachte, das ist bloß in diesem grenznahen Gebiet, aber anscheinend kann das immer wieder mal passieren. Hallo, nimmst du die jetzt einfach mal? Junge, da ist ein Stock. Und 2021, Glückwunsch. Ich habe das Gefühl, der will die schon gar nicht mehr nehmen. So. So, die kleinen Dinger bringen zwar nicht viel, aber ich muss einfach alles mitnehmen. Wenn ich nicht immer die Hälfte verlieren würde. Den ich noch. Fehlen schon bloß noch 900. Das müssen wir halt jetzt langsam und stetig ausbauen. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, machen wir wenigstens was Sinnloses. So, hier. Dann bauen wir hier später einfach Parkplätze oder so. Wenn der Wald dann endgültig ausgerottet ist. So, gleich 12 Uhr. Ich sollte mal nach dem Feld schauen. Nur mal gucken. Wir können ja gleich weitermachen. 2223, okay. Ein Viertel vom Tag haben wir ja geschafft. So, wie schaut es hier aus? Ach, die brauchen noch. Haben wir schon noch Zeit. Ich schätze so bis 2 Uhr in etwa. Oder das letzte Mal haben wir sie, glaube ich, um 12 gepflanzt. Dann müsste es sogar jetzt um 4 sein. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler drin habe, was schon sein kann. Komm, nimm. Der will die immer nicht aufnehmen. So, dann machen wir hier gleich weiter. Aua, geh aus mir raus, Baum. Hier noch 700. Wir kommen dem Ziel doch immer näher. So, dann hier ein bisschen. Der Baum ist gerade einfach verschwunden. Warum? Ich brauche den doch. Das ist irgendwie gefühlt sehr oft, wenn da zwei ineinander sind. Finde ich jetzt nicht so gut. So, fast die Hälfte. Also die Hälfte würde ich jetzt voll machen, den Rest machen wir, keine Ahnung, zwischendrin oder so. Vielleicht machen wir nicht 1000 am Tag, sondern bloß 500. Jetzt, wo wir dann doch immer öfter was zu tun haben. Damit das halt zeitlich irgendwie hinhaut. So, noch 27. Und so langsam möchte ich auch wieder zu den Feldern. Okay, das kleine Ding hatte ganz schön viel Holz. Da kommt, den nehme ich auch noch mit.
Dann haben wir jedenfalls 500 für heute. Ein bisschen mehr sogar. Ich denke, das ist okay. Und es ist auch ganz gut, dass wir ein bisschen mehr haben, weil ich muss ja schauen, ob ich nochmal Felder setzen kann. Oder ob da irgendwas kaputt ist. So, noch nicht ganz erntereif. Ja, ich denke wirklich 14 Uhr. So. Nee, wir können keine Felder mehr setzen. Anscheinend sind 5 Felder Maximum. Ist irgendwie nicht so geil. Okay. Die anderen haben glücklicherweise überlebt. Ja, schwierig. Weiß ich gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Achso, ja klar. Verkaufen. Dann hier wieder einkaufen. Leider bloß einmal. Dann pflanze ich das halt um 15 Uhr mit dazu. Bis dahin. Schade, Schokolade. Oder dass man zum Beispiel skillt, dass man diese Pfosten auch weiter auseinander machen kann. Dass man praktisch größere Felder hat. Weil für so ein kleines Feld, ganz ehrlich, brauche ich ja keinen Traktor. Vor allem, wenn ich nur 5 Stück davon bauen kann. Ist doch vollkommen bescheuert. So. 10 Minuten noch. Dann geht es los. Und dann in der Stunde müssen wir das nächste ernten können. Eigentlich. So. Dann Gysi Gysi. Aber ich würde die zukünftig schon so gerne bekommen, dass ein Feld halt komplett gleichzeitig fertig ist. Vielleicht setzen wir zwischendrin mal einen Tag aus, also dass wir nur ernten und dann ab dem nächsten Morgen praktisch wieder anpflanzen. Auch einfach, dass wir ein bisschen Überblick haben, was mache ich hier? Was wir ja über den Tag so an Gewinn gemacht haben. Und wie viele Pflanzen in welchem Feld drin sind. Das wäre auch gut zu wissen. So. Jetzt solltet ihr soweit sein. In 20 Minuten. Ich glaube, das dauert länger. Ach komm, ich gieße einfach mal. Dafür habe ich ja Wasser. Weil halt auch jetzt so langsam schon wieder die Sonne weggeht. Das ist doch Mist. So, ich würde sagen, also heute pflanzen wir nochmal an. Morgen ernten wir dann nur. Um dann übermorgen wieder nur anzupflanzen. Dafür aber schon mehr. Oder ich pflanze morgen schon nochmal was an. Aber halt alles auf einmal. Dass sich das dann am Ende auch so richtig schön rentiert. Ja, das hier dauert schon länger. Warum? Warum brauchst du so lange? Und mit nur 5 Feldern finde ich echt nicht gut. So. Verkaufen und kaufen. Hier. Ach ja, ich vergesse das immer. Warum macht er das nicht einfach automatisch? So. Die müsste man dann jetzt um 17 Uhr anpflanzen.
Das machen wir auch noch eben. Komm mal rein jetzt. So, Gießkanne, Wasser drüber, fertig. Ach ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den Rest hier ernten und wieder anpflanzen. So wie wir das jetzt halt jeden Tag tun werden. Wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen und mach's gut. Ciao, ciao.